Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute erlaube ich mir mal, Ihnen ein bisschen was zuzumuten. Und heute wird es auch blutig. Ich warne Sie schon mal vor. In den letzten Wochen habe ich mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Projekt geleitet, wo wir uns die Weltreligionen in der Nachbarschaft angeschaut haben. Und wir waren in einer Synagoge und in einer Moschee zu Gast. Und immer wieder kam dort zur Sprache und unter besonderer Betonung zur Sprache, dass wir doch an denselben Gott glauben. Und wir haben auf die Gemeinsamkeiten geschaut, auf die vielen, ja, die wir haben, wenn wir einander begegnen, wenn wir schauen, was wir jeweils glauben. Allerdings uneinig wären wir uns sicherlich in der Frage, wer ist eigentlich Jesus? Denn das ist der Unterschied, wo sowohl Jüdinnen und Juden als auch Musliminnen und Muslime sagen würden, da gehe ich nicht mehr mit. Also ein Muslim würde sicherlich sagen, Jesus war ein wichtiger Mann und ein Prophet, aber der Sohn Gottes, das wäre nicht denkbar. Und eine Jüdin oder ein Jude würde sagen, ihr glaubt, der Messias war schon da, wir warten noch auf ihn. Und ich habe festgestellt, dass auch für viele Christinnen und Christen das eine Frage geworden ist. Klar, Gott, der ist wichtig und wesentlich, aber wie ist das eigentlich mit Jesus? Warum ist der so wichtig? Warum ist der Namensgeber für uns? Ja, wir heißen ja als Christinnen und Christen nach Christus. Und warum steht er eigentlich im Zentrum unseres Glaubens und ist so unverzichtbar? Da ist auf der einen Seite sicherlich, dass wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn war und er hier auf dieser Erde gelebt hat, dass wir dann einen einzigartigen und exklusiven Einblick in das Wesen Gottes bekommen, auf eine Weise, wie sie sonst völlig unmöglich wäre. Gott als unsichtbar und für uns unverfügbar wird plötzlich sichtbar, ja, als Mensch sichtbar. Wo kann man sonst eine solche Art der Offenbarung erleben? Und das ist wirklich was ganz Besonderes und sehr, sehr kostbar. Aber zweifellos ist das Zentrum aller Evangelien, also aller Texte, die von Jesus erzählen, nicht das, was Jesus gelehrt und getan hat, sondern alles läuft in diesen Geschichten auf sein Ende hinaus. Also auf sein Leiden, auf sein Sterben und am Ende vor allem auf seine Auferstehung. Und das ist ja auch leicht nachvollziehbar. Ohne das Erleben der Auferstehung gäbe es kein Christentum. Das wage ich mal zu behaupten. Erst sie, also die Auferstehung, bringt seinen Nachfolgern die Erkenntnis, dieser Mensch war nicht nur Mensch, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und die Deutung der Auferstehung Jesu ist deshalb von Anfang an ziemlich klar und auch verhältnismäßig einfach. Die Auferstehung zeigt, wer Jesus ist und sie zeigt seine Macht. Und sie weitet sich auf uns alle aus. Also nicht nur Jesus wird auferstehen, sondern ist die wichtigste Grundlage für unsere Hoffnung, dass auch wir nicht im Grab verweilen werden, sondern einmal wie er auferstehen werden zu einem ewigen Leben. Anders sieht das aber mit dem Tod Jesu aus. Also sein Sterben war von Anfang an für Christinnen und Christen auch von größter Bedeutung, aber immer auch mit der Frage nach dem Warum verbunden. Also warum, wenn Jesus Gottes Sohn war, warum geht er diesen Weg? Ging das nicht anders? Und anders als bei der Auferstehung finden wir in den Briefen des Neuen Testaments eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Bilder, mit denen sich der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu genähert wird. Seine Deutung ist also komplexer und vielschichtiger als die der Auferstehung. Das zeigt sich schon darin, dass so viele Bilder dafür gewählt werden. Denn Bilder sind Vergleiche und Hilfsmittel. Sie sind Hilfsmittel, um komplexe Zusammenhänge besser verständlich zu machen. Und ganz wichtig bei Bildern, sie sind immer begrenzt. Also sie hinken immer irgendwo. Jeder Vergleich hinkt irgendwo und erklärt nie etwas erschöpfend. Und das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man sich die Bilder vom Kreuzestod Jesu in der Bibel anschaut. Sie wollen helfen, etwas Komplexes zu erklären,
aber sie erwarten auch nicht, es erschöpfend zu tun. Die Bilder sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen der damaligen Lebens- und Erfahrungswelt genommen und sie bieten einfache Anknüpfungspunkte damals für die Menschen. Für uns nicht mehr so einfach, weil sie nicht mehr so sehr unserer Lebenswelt entsprechen, aber immer noch, wenn wir wollen, auch zugänglich. Der heutige Predigttext hat gleich drei dieser Bilder enthalten. Das erste Bild entführt uns auf einen Sklavenmarkt. Ich nehme an, Sie waren noch nie auf einem Sklavenmarkt. Nein, kann ja sein, gibt es heute auch noch, aber eher nicht in unserer Gegend. Ja. Aber damals war das eine völlig alltägliche Erfahrung. Also Menschen verfeindeter ja, oder fremder Kulturen wurden regelmäßig versklavt und dann eben auch verkauft. Und man konnte auch selbst in Schuldsklaverei verfallen. Wenn man also selber seine Schulden nicht mehr zurückzahlen konnte, dann musste man ganz einfach das abarbeiten bei demjenigen, bei dem man die Schulden hatte. Und wurde erst dann freigelassen, wenn man das getan hatte. Also Sklaven waren ein ganz normales Bild im Alltag und hatten natürlich keinerlei Rechte und auch keinen Schutz. Aber man konnte sich freikaufen. Also aus der Sklaverei freigekauft zu werden, das war ein ganz normaler und alltäglicher Vorgang, der immer wieder vorkam. Der Sklavenmarkt ist das erste Bild. Und das zweite Bild erinnert uns an die denkwürdige Nacht in Ägypten, in der das Volk Israel seine Befreiung aus der Sklaverei erlebt hat. Also an das Opferlamm, das in der Nacht gemeinsam gegessen wurde und an sein Blut, das zum Schutz an den Türrahmen gestrichen wurde. Das hat sie gerettet vor der tödlichen Plage und hat sie gestärkt für den Auszug in ein Leben in Freiheit. Jedes Jahr wurde beim Passafest immer wieder und wird bis heute an dieses Ereignis erinnert. Und deshalb war es jedem und jeder damals gut bekannt, das Bild vom Opferlamm. Diese Bilder stellen, wie man unschwer erkennen kann, die Befreiung in den Mittelpunkt. Also alle beide Bilder haben die Befreiung aus der Sklaverei im Zentrum. Jesus' Tod wird also als ein Erlebnis der Befreiung gedeutet. Und zwar als Befreiung, sein Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Also nicht unter dem Zwang einer anderen, einer äußeren Macht. Aber diese Freiheit hat auch ein Ziel. Also sie ist eine Freiheit zu. Ja. Eine Freiheit zu einem Leben im Sinne Gottes. Etwas, zu dem zuvor keine Möglichkeit bestand. Und jetzt das dritte Bild. Das dritte Bild erklärt und vertieft diese Freiheitsbilder noch ein wenig mehr. Und das ist es, was ich mit Ihnen heute ein bisschen genauer anschauen möchte. Im dritten Bild geht es ums Blut. Das Blut spielt schon in den beiden anderen Bildern mit hinein. Ja, im Bild des Sklavenmarktes ersetzt das Blut die Währung von Silber und Gold. Und im Bild des Lammes ist es das vergossene Blut am Türrahmen, das vor Schaden bewahrt hat. Blut ist wahrscheinlich in jeder Kultur etwas Besonderes. Das zeigt allein schon, wie in allen Kulturen die Farbe Rot wahrgenommen wird. Ich habe eine Predigt über Farben gehalten und mich dazu belesen und festgestellt dabei, dass Rot die Farbe ist, die in allen Kulturen als erstes wahrgenommen wird und in allen Kulturen einen spezifischen Namen hat, was nicht für alle Farben gilt. Weil Rot irgendwie heißt aufmerken. Ja. Das meldet große Gefühle, gute wie schlechte, Gefahr wie Liebe. Und das hat wahrscheinlich etwas mit Blut zu tun. Denn Blut fließen zu sehen, bedeutet immer, hier stimmt was nicht, ja, hier ist Gefahr. Also es sei denn jetzt an alle Frauen, ja, wenn man seine Tage hat, dann weiß man, das ist normal. Aber wenn man in anderen Fällen Blut fließt, ja, dann ist das ein ganz klares Warnzeichen, hier stimmt irgendetwas nicht. Blut fließen zu sehen kann deswegen auch nicht jeder oder jede. Gibt es jemanden, der immer umkippt, wenn ihm Blut abgenommen wird? Ja, ein paar gibt es schon. Ja. Mir sagte mal eine Schwester, es sind meistens die starken Männer, ja, die mit den Tattoos und mit den Muskeln, denen dann ganz weich, die werden ganz weich werden und denen schlecht wird. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern eine ganz normale Reaktion, weil unser Körper weiß, wenn wir bluten, dann stimmt eben etwas nicht.
Und dann ist Handeln angesagt, weil das Blut gehört halt in den Körper und nicht nach außen. Diese Flüssigkeit ist schon etwas ganz Besonderes und sehr Faszinierendes. Das wussten natürlich auch schon die Menschen in der Zeit der Bibel. Heute wissen wir natürlich noch viel mehr über Blut. Ja, wir wissen, dass der Sauerstoff transportiert wird und notwendige Nährstoffe. Wir wissen, dass die Leukozyten unsere Immunabwehr bilden und noch vieles mehr, was im Blut passiert. Stimmt etwas nicht in unserem Körper, lässt sich das auch häufig an der Zusammensetzung unseres Blutes nachweisen. Das ist ja das, was häufig beim Arzt zuallererst gemacht wird, wenn man wissen will, was nicht stimmt. Es ist also keine Überraschung, dass Blut schon in der Bibel als flüssiges Leben galt. Also hier fließt gewissermaßen im Körper die Seele eines Menschen. Und wenn jemand Blut verliert, dann fließt auch das Leben aus ihm oder ihr heraus. Also nicht nur wörtlich, es ist ja auch ganz wörtlich so, ja, wenn ich blute, fließt das Leben aus mir heraus, aber auch im übertragenen Sinne. Blut steht dafür, dass Leben fließt und fließt es aus mir heraus, fließt eben auch das Leben aus mir heraus. Und deshalb wird bis heute im Judentum kein Blut gegessen. Das ist strengstens verboten. Und mit der Hilfe von Blut wird in der Bibel immer wieder ein Zusammenhang sichtbar gemacht. Und zwar der Zusammenhang zwischen Sünde und Sühne. Das sind zwei Begriffe, die uns heute eher fremd geworden sind. Ja. Aber keine Sorge, ich finde keinen Grund davor zurückzuschrecken, denn ich glaube, das, was Sie beschreiben, ist eine universelle Erfahrung, die heute nicht weniger aktuell ist als vor Tausenden von Jahren, auch wenn wir vielleicht heute andere Wörter dafür verwenden würden. Ich glaube aber, um diesen Zusammenhang zu verstehen, hilft tatsächlich das Bild vom Blut. Wenn wir von Sünde sprechen, dann ist das kein moralischer Begriff, sondern es meint die Erfahrung, dass uns etwas genommen wird von unserem Leben. Oder dass wir anderen etwas von unserem Leben nehmen. Also wo wortwörtlich oder symbolisch Blut vergossen wird. Sie können vielleicht sagen, sind Verletzungen, die geschehen. Verletzungen, die wir selber erhalten, körperlich wie seelisch. Und Verletzungen, die wir anderen zufügen, körperlich wie seelisch. Und Sühne ist nichts anderes als die Konsequenz, die es daraus zu tragen gilt. Also die Konsequenz, die ich selber daraus tragen muss, wenn ich will, dass die Verletzung geheilt wird. Es geht also um Verletzungen, um sichtbare und unsichtbare. Schauen wir in diese Welt, müssen wir leider sagen, wir werden ständig verletzt. Absichtlich oder unabsichtlich. Von den Menschen um uns herum, manchmal von uns selbst, manchmal einfach davon, wie diese Welt beschaffen ist. Und leider ist es auch so, dass wir ständig andere verletzen. Manchmal bewusst, manchmal auch ganz unbewusst, wahrscheinlich meistens eher unbewusst und auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und in den allermeisten Fällen deswegen, weil wir eine Verletzung in uns tragen, die wir weitergeben. Hier wird also von einem ständigen Kreislauf an Verletzungen gesprochen. Meistens, weil wir dieser ständige Kreislauf, aus dem können wir einfach nur schwer ausbrechen. Denn wir neigen dazu, wenn wir selbst verletzt werden, diese Verletzung weiterzugeben. Und damit geht es immer weiter und immer weiter. Und es sind diese Verletzungen, die wir erhalten in unserem Leben, die uns an so vielem hindern und die uns fesseln. Wenn also die Bibel von Sklaverei spricht als Bild für Sünde, dann meint sie damit die Verletzungen, die wir haben und die wir weitergeben und die uns daran hindern, so zu leben, wie es nicht nur Gott gefällt, sondern wie es auch uns gut tut und wie es uns erfüllen würde. Also vielleicht, um das mal zu konkret zu machen als ein Beispiel. Ja? Stellen Sie sich jemanden vor, der als Kind ständig gesagt hat, aus dir wird eh nichts. Ja? Du kannst ja nichts, du bist zu dumm dazu.
Nun wird so jemand, wenn der immer mit diesem Satz aufgewachsen ist und erwachsen wird, vielleicht sich nicht trauen, die Profession zu verfolgen, die er eigentlich sich wünscht. Also traut sich vielleicht nicht, das schwierige Studium anzufangen, ja, oder die schwierige Ausbildung zu beginnen oder was zu wagen, sondern wird vielleicht die einfachere und sicherere Lösung wählen. Aber dann möglicherweise in diesem Job, den er dann hat oder den sie dann hat, unglücklich sein, weil es eben nicht das ist, was ihm oder ihr entspricht und was er oder sie sich erträumt hat. Und wird in diesem Unglück das weitergeben an die Menschen um sie herum. Wenn in der Bibel Opfer dargebracht und Blut vergossen werden, dann wird etwas sichtbar gemacht, was sowieso ständig zwischen uns passiert. Also ich lege meine Hand auf ein Tier und an meiner Statt fließt das Leben aus dem Tier heraus. Und ich habe gewissermaßen auf diese Weise direkt vor Augen, dass wir einander verletzen und dass wir uns unser Blut gegenseitig vergießen, im realen wie im übertragenen Sinne. Wir nehmen einander etwas von unserem Leben und wir müssen täglich mit den Konsequenzen leben, die daraus erwachsen. Ich glaube ja, natürlich ist es möglich, sie zu überwinden. Es ist möglich, Wunden zu heilen und diese Kreisläufe zu durchbrechen, zum Glück. Aber ich glaube auch, dass dafür harte Arbeit nötig ist. Wenn Sie vielleicht selber aus einer Familie, aus einer Vergangenheit kommen, wo Sie Verletzungen erfahren haben und wenn Sie es geschafft haben, die zu heilen und die zu überwinden, dann werden Sie vielleicht wissen, ja, was das an harter Arbeit bedeutet hat. Es hat vielleicht eine Therapie gebraucht, es hat vielleicht eine direkte Auseinandersetzung mit den alten Verletzungen gebraucht, die lange begraben waren und die lange zugeschüttet waren. Und es braucht dieses ans Licht bringen, dieses Ansehen und Durchleiden dessen, was passiert ist, um es dann auch heilen zu können. Und das ist schmerzhaft und es ist super anstrengend. Und es ist langwierig und unangenehm. Aber am Ende, wenn man das geschafft hat, dann hat man den Kreislauf durchbrochen. Dann muss man die Verletzung nicht weitergeben, weil man sie überwunden hat. Und dann ist man wirklich frei. Das ist es, was die Bibel Vergebung nennt. Vergebung heißt, den Schmerz, den ich erlitten habe, nicht weiterzugeben, sondern ihn selber zu durchleiden und auf diese Weise zu überwinden. In unseren Köpfen ist Vergebung oft so etwas wie, das ist der leichte Weg raus. Ja, so Schwamm drüber, ist schon gut. Aber wenn Sie sich genau anschauen, was das bedeutet, dass ich jemandem vergebe, der mir Schmerz zugefügt hat, dann ist das eigentlich der härteste Weg, den man gehen kann. Aber der einzige, in dem der Kreislauf durchbrochen wird und in dem die Verletzung und der Schmerz eben nicht weitergegeben wird. Jetzt sind wir am Kreuz. Und der lange Vorlauf, tut mir leid, aber der war einfach nötig. Jesus vergießt also sein Blut am Kreuz. Und Gottes eigenes Leben fließt also quasi aus ihm heraus. Wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Also was passiert hier? Gott, der uns selbst das Leben geschenkt hat. Ja, Gott, der dafür gesorgt hat, dass das Blut in unseren Adern fließt und das Leben in uns pulsiert, der lässt sein eigenes Blut und Leben für uns. Und damit drückt sich ja etwas aus, was alle Schreiber der Bibel mit Staunen und Ehrfurcht erfüllt. All die Verletzungen, die wir uns untereinander zufügen, sind Gottes Verletzungen. Auch Gottes Verletzungen. Und all das Blut, das wir fließen lassen, das ist auch Gottes Blut. Jeder vergossene Tropfen ist sein Tropfen. Und jede geweinte Träne ist auch seine Träne. Jesus durchlebt dort am Kreuz dasselbe, was wir als Menschen nur allzu gut kennen und worin wir gefangen sind.
aber er zeigt für alle Welt sichtbar, er durchleidet es selbst. Er gibt die Verletzung der ganzen Welt, die er an sich erleidet, nicht weiter. Er gibt den Schmerz nicht zurück, sondern er hält ihn aus, bis in die letzte Konsequenz, bis das letzte Tröpfchen Leben aus ihm gewichen ist. Und diese Erkenntnis, die hat so viele Menschen erstaunt und bewegt, dass Gott so ist, dass Gott so etwas tut. Gott muss nicht besänftigt werden. Gott will keine Rache. Gott will auch keine Strafe. Er wird immer, alle Zeit und in jedem Fall wählen, die Verletzungen, die ihm angetan werden, nicht weiterzugeben. Er wird sie immer selbst aushalten und durchleiden. Er wird vergeben. Und es ist hart erarbeitete und schwer durchlittene Vergebung. Und Gott scheut sie nicht, aus einem einzigen Grund: weil du es ihm wert bist. Du bist es ihm wert. Deine Heilung ist Gott wichtiger als jeder Schmerz, den er durchmacht, weil er dich liebt. Und ich lande nach diesem ganzen langen Weg am Ende immer doch wieder bei Gottes Liebe und bei dieser schlichten Botschaft: du bist es ihm wert. Diese Liebe am Kreuz zu finden, von ihr getroffen zu werden, das ist es, was Fesseln löst und was frei macht. So haben es Menschen immer wieder erlebt und begeistert weitererzählt. Und so habe ich es auch erlebt, sonst würde ich hier nicht stehen. Diese Fesseln sind ganz unterschiedlich und die Erlebnisse von Befreiung sind auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was man so durchgemacht hat. Seit ich das für mich begriffen habe und seit mir das ins Herz gefallen ist, habe ich nie wieder in meinem Leben auch nur ein Fünkchen Angst vor Gott gehabt oder davor, was er vielleicht über mich denken könnte. Ganz im Gegenteil, seitdem ist Gott für mich jemand, von dem ich sicher sein kann, dass er an meiner Seite ist und dass er für mich ist. Jemand, der mir Kraft gibt in einer Welt, in der viele eben nicht für mich sind. Und auch jemand, der mir sagt: du bist wertvoll in einer Welt, in der mir viele sagen möchten: du bist doch nichts wert. Und Gott ist für mich jemand, der immer da ist. Das klingt auch so schlicht, ja, das klingt fast zu simpel. Aber wie wichtig und wesentlich ist es, dass es jemanden im Leben gibt, den es wirklich interessiert, wie es dir geht, der wirklich Anteil nimmt an dem, was dich beschäftigt, der dir alle Aufmerksamkeit schenkt, der dir wirklich zuhört und zu dem du immer gehen kannst. Für mich ist es ganz wichtig, dass Gott so jemand ist, jemand, der immer da ist. Je mehr diese alten Fesseln dann abfallen und die alten Wunden heilen, desto seltener gebe ich sie auch weiter, die Verletzungen, die Wunden. Und desto mehr gelingt es dann, im Sinne Gottes zu leben, also befreit zu sein. Das war jetzt heute nur ein Blick auf das Kreuz und das ist mir wichtig. Meine Deutung heute ist nur ein Bild, ja, ein Ansatz. Vielleicht entdeckst du etwas ganz anderes, jetzt in der Passionszeit, wo wir uns viel mit diesem Kreuz beschäftigen. Vielleicht findest du auch ein neues Bild. Vielleicht sagst du, es wäre mir alles zu blutig, ja, und ich kann damit nichts anfangen. Das ist so in Ordnung. Ja. Ich finde, es ist sogar gut so,
Denn was da am Kreuz passiert, ist, wie gesagt, unheimlich komplex. Und man kann sein ganzes Leben damit verbringen, es zu erkunden. Und es fordert einen dabei heraus, das ist zwar nicht immer angenehm, aber es ist immer interessant. Und man entdeckt immer neue Kostbarkeiten von dem, was Gott da für uns getan hat und was Jesus da am Kreuz für uns getan hat. Aber eben dann, wenn wir bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen. Vielleicht uns darüber zu ärgern, aber auch uns darüber zu freuen, bis es uns ins Herz fällt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.